Die AMC Entertainment Aktie befindet sich seit den letzten Tagen schlicht einfach und ergreifend nur in einem fallenden Trend. Am heutigen Tag haben wir ebenfalls wieder ein Minus hier bei der amerikanischen Börse von ca. 1,16% im roten Bereich erwirtschaftet. Das Ganze geht aktuell, und das ist eine relativ prägnante Zusammenfassung, den Bach runter. Aber wann kann sich die Situation wieder ändern? Wann kommt denn jetzt wirklich endlich die Trendwende? Wann gehen wir in höhere Preisbereiche rein? Wo sind die Prognosen und wann geht das Ganze einfach los? Das werden wir am heutigen Video etwas detaillierter analysieren. Wir gehen dabei auf einzelne Statistiken, auf einzelne Quellen, auf einzelne News, aber auch wie immer auf die technische Chartanalyse ein, um hier für euch sozusagen prägnant sozusagen einen groben Zeithorizont zu geben, wann denn letztendlich die Trendwende kommt. In Kombination dessen habe ich eine Ankündigung bezüglich meines YouTube-Kanals für euch. Bleibt am besten dran, dann wisst ihr es auch an der Stelle. Aber erstmal moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal Trading Show. Ich würde sagen, wir fangen direkt an mit AMC Entertainment und die Ankündigung hier gibt es denn am Ende des Videos. Und in diesem Kontext würde ich als erstes mal mit der allgemeinen Marktsituation anfangen, die sich im Wesentlichen auch nicht so positiv verhält. Ihr habt es wahrscheinlich noch im Hintergrund gehabt. Die Zinsen wurden hier seitens der Amerikaner wieder erhöht. Das Ganze ist irgendwie das Ziel, die Inflation zu tanken. Das Ganze ist natürlich auf langfristiger Perspektive gar nicht so schlecht, jedoch für die Kurzfristigkeit dieser einzelnen Aktionen erstmal nicht so positiv für den Aktienmarkt. Deswegen kommt aktuell zustande, dass größere Firmen wie zum Beispiel Microsoft, Apple, Google, Amazon, Tesla am heutigen Tag oder auch schon längerer Zeit hier die etwas größeren Profiteure sind, denn diese haben da sozusagen keine größeren Einschränkungen, was das angeht. Kleinere Unternehmen könnten damit Probleme haben, weil sie natürlich aufgrund ihrer Kredite dann mehr Zinsen zurückzahlen müssen. Das ist sozusagen aktuell Thema hier an der Börse, bedrückt teilweise die allgemeinen Märkte. Ihr seht es, finanzielle Sektoren jetzt wieder so leicht im etwas größeren Abwärtsgang, Konsumsektor, technologische Bereiche wie immer stark verhalten oder Gesundheitsaktien auch ziemlich interessant, relativ neutral, Energie- und Ölaktien am heutigen Tag ebenfalls wieder deutlichst im Plus, wie zum Beispiel mit ExxonMobil. Ihr seht es hier, wir haben viele verschiedene einzelne Bereiche, die natürlich teilweise jetzt nach ihrer Größe sortiert werden. Die größeren Bereiche haben am heutigen Tag, und es ist nicht nur am heutigen Tag ein Einzelfall, sondern seit eher mehreren Tagen schon mehr oder weniger hier etwas größere positive Vorzeichen, während die kleineren Sektoren meist mit spekulativeren einzelnen Handelszyklen eher im roten Bereich gelandet sind. Das ist sozusagen schon mal ein Punkt, den man im Hinterkopf behalten muss, denn AMC Entertainment gehört eher in diesen kleineren Sektor rein. Als kleine spekulative Aktie hier an der Börse ist es mehr oder weniger der Fall, und deswegen kategorisieren wir AMC Entertainment mehr oder weniger auch am heutigen Tag zu den roten Kacheln ein. Das Ganze läuft wie gesagt alles zusammen. Wir gucken uns jetzt erstes mal ein weiteres Mal hier die Nachfrage an. AMC Entertainment steht hier auf Platz 8 aktuell. Vorher waren wir auf Platz 7, also auch hier haben wir einen Platz erstmal im negativen Sinne verloren. Damit sind wir mit ca. 11.949 Suchanfragen eigentlich relativ positiv platziert. Ihr seht, die Nachfrage steigt, es wird vielleicht alles ein kleines bisschen interessanter. Das läuft gleich auf eine These zurück, die ich gleich mit euch auch noch durchsprechen werde. Doch nun würde es sich wahrscheinlich ein weiteres Mal nochmal lohnen, kurz in das allgemeine Volumen reinzugucken. Hier haben wir, wie gesagt, die einzelne Statistik von Stockgrid dabei. Wir können das Ganze noch ein bisschen vergrößern. Wir sehen, das Volumen ist am gestrigen Tag, das ist natürlich, wie auch bereits in den anderen Videos auch erwähnt, um einen Tag alles verzögert gewesen. Es ist leicht angestiegen. Wir sehen ein etwas höheres Volumen hier auch. Gerade die Netto-Short-Quote ist leicht nach oben gegangen. Das Ganze kann man in diesem Diagramm eigentlich noch ein kleines bisschen besser formulieren bzw. auch nachvollziehen. Ihr seht hier die einzelne Netto-Short-Performance, die im Gegensatz zur, sozusagen zum antizyklischen Verlauf von AMC Entertainment hier auch aktuell relativ stark steigen. Das sieht man eigentlich, wie ich finde, hier am besten in dieser Statistik. Ihr seht hier leicht in grau, violett, wie auch immer, markiert den Aktienkurs von AMC Entertainment. Dabei richtet euch einmal kurz auf die rechte Skala. Und wenn man die linke Skala hier dieses etwas größeren Diagramms betrachtet, sieht man hier die Shortquote bei AMC Entertainment. Wir sehen einen rapiden Anstieg, sozusagen sind wir aktuell bei circa, und das war der Wert von gestern, waren wir bei circa 62%, und damit ist das wirklich schon eine extrem hohe Short-Performance, die das Ganze natürlich auch nach unten drückt. Es haben viele Leute gefragt, ja, wieso hängt die Short-Quote denn jetzt mit AMC Entertainment zusammen? Dazu noch eine kurze Erklärung für euch.
Ihr wisst es ja, es gibt massig große Finanzdienstleister, unter anderem Hedgefonds, unter anderem andere Anleger, die einfach hier bei AMC Entertainment auf einen fallenden Kurs setzen. Die können das mittel von einzelnen Optionen machen, die irgendwann auslaufen, aber diese Optionen müssen, wie gesagt, früher oder später gecovert werden. Das, dieses Covern dieser Option ist mehr oder weniger die, im Begriff eine kleine Voraussetzung zum allgemeinen Short Squeeze. Das brauchen wir. Das heißt, wir brauchen automatisch eine hohe Short-Quote, aber wir brauchen auch die Short-Positionen, die praktischerweise alle zusammen gecovert werden, sodass der Kurs von AMC Entertainment dann extrem stark nach oben springt. Das wäre eine extrem gute Situation für uns. Aktuell haben wir aber noch immer eine hohe Shortquote, die den Kurs natürlich nach unten drückt. Das heißt, viele Leute setzen hier gerade bei AMC Entertainment auf einen fallenden Kurs und das zieht die Aktie natürlich mächtig nach unten. Damit können wir als Kleinanleger, als Apes sozusagen wenig beeinflussen, weil hier mehrere Millionen, teilweise Milliarden, eigentlich immer Milliarden Euros hier im Umlauf sind. Das Ganze ist natürlich jetzt eine so hohe Summe, die natürlich jetzt auch hier gerade, was das angeht, relativ stark zugunsten der Hedgefonds und mehr oder weniger zur Verzweiflung der einzelnen Apes führt. Das haben wir sozusagen aufgelistet, deswegen haben wir eine hohe Shortquote und meistens ebenfalls einen etwas niedrigeren Kursverlauf bei AMC Entertainment. Das Ganze ist, wie gesagt, ein antizyklisches Verhalten, immer entgegengesetzt, steigt die Shortquote, fällt AMC Entertainment. Ganz einfach eigentlich, hier sehen wir das nochmal hier im Aktienkurs von AMC Entertainment und hier haben wir auch eine wichtige Marke leider durchbrochen und das Ganze sieht aktuell erstmal, könnte man vermuten, nicht so positiv aus. Und jetzt kommen wir bereits erwähnt auch schon zu der These, die das Ganze vielleicht noch im positiven Bereich verändern könnte. Dieser Zeitraum, von dem ich gesprochen habe, wann endlich jetzt die Trendwende kommt, wann wir endlich jetzt auch wieder in höhere Preisbereiche rumkommen, das ist nämlich ein Fakt, dass das irgendwann früher oder später definitiv passieren muss. Es passiert erst dann, wenn die Shortquote wieder am Fallen ist. Das heißt, wir warten eigentlich sehnsüchtig hier drauf, dass genau dieser pinke Graph weiter abstürzt und vielleicht irgendwann bei 30-40% landet und Gegenzug könnte man damit rechnen, dass AMC Entertainment dann sozusagen auch durch diese antizyklische Vorgehensweise dann auf 30, 40, wenn nicht sogar Richtung 50 US-Dollar hochschießt. Diese einzelne Reaktion sind unsere Erwartungen und unsere aktuelle einzige Hoffnung hier bei AMC Entertainment. Wir haben noch eine weitere These, auf der ich mich kurz basieren möchte. Ihr seht es wahrscheinlich, wir zoomen ein kleines bisschen raus und hier haben wir sozusagen einen ersten finalen Anstieg gehabt. Das Ganze ereilte sich mehr oder weniger im Januar des letzten Jahres, also vor knapp einem Jahr könnte das knapp gewesen sein. Um konkret zu sagen, müsste das der 27. Januar sein, wo wir bei AMC Entertainment das Covern der extrem hohen Shortquoten hatten. Da heißt, wir haben eine ähnliche Situation gehabt. Zum dem Zeitpunkt sind sehr viele Kleinanleger alle zusammen in eine Aktie reingestiegen. Bei GameStop, bei AMC Entertainment, bei BlackBerry und noch bei so vielen anderen Aktien war das sozusagen gleichzeitig der Fall. Deswegen haben wir einen extrem starken Kursanstieg gehabt. Damals von ca. 4,8 US-Dollar auf zum Spitzenwert ca. 20,23 US-Dollar. Also witzigerweise ist dieser Wert, diese 20,23 US-Dollar, aktuell der Wert, wo damals die einzelne Hochpunkt geschrieben wurde. Das heißt, wir haben damals natürlich auch schon Hochpunkt gehabt und genau dieser Hochpunkt, genau diese Linie hier, achtet mal drauf, in weiß ist aktuell der Punkt, wo sich der aktuelle Kurs von AMC Entertainment dran orientiert. Ich habe noch eine weitere Webseite mit zur Hilfe genommen, hier kann man das Ganze nochmal sehen, wie sich das Ganze sozusagen verhalten hat. Hier im 11. Januar haben wir konkretisiert auch schon ein paar Streichungsanstiege gehabt. Diese Aktien waren sozusagen da im Fokus, AMC Entertainment von ca. 2,2 US-Dollar auf 22,15 US-Dollar, BlackBerry ebenfalls dabei, habe ich auch bereits schon erwähnt, von 7,65 US-Dollar auf 9,07 US-Dollar, Bad Diamond, hier ebenfalls leicht gefallen sogar, das ist interessant, vielleicht sind sie da früher schon gestiegen. Kannst natürlich sehen, GameStop natürlich hier der größte Gewinner in dieser Aktion. Bei ca. 19,94 US-Dollar sind wir gestartet und auf sage und schreibe 123 US-Dollar 21 hochgegangen. Das ist natürlich sehr, 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 sehr hoch gewesen. AMC Entertainment hat aber zu diesem Zeitpunkt auch einen extrem starken und durchaus zuverlässigen Anstieg gemacht. Und gerade in dieser Situation sind wir bald wieder an den Datum gekommen, bald wieder am 27. Januar. Das dauert nicht mehr lange.
Das heißt, wir können uns prinzipiell auch einfach mal kurz hier so einen kleinen Strich reinmachen. Das ist sozusagen der Tag, wo die meisten Investoren hier daran noch hoffen, dass hier in dieser Zeit noch eine Art Wiederholungsreaktion kommt. Das heißt, dass sich dieses ganze Geschehen einfach von damaligen Zeit noch einfach ein weiteres Mal wiederholt. Könnte man jetzt in die Versuchung kommen, aber wie gesagt, das Ganze basiert leider ausschließlich nur auf die Shortquote und auf das Covern der Short-Position, weshalb wir darum einfach keinen Einfluss haben. Es ist aber trotzdem ein zuverlässiges Tagrhythmus, wo man natürlich wieder drauf achten könnte, muss man dann selbst entscheiden, wie das denn weitergeht. Jedenfalls sollte man sich den 27. Januar erstmal merken. Witzigerweise wäre dann sozusagen auch der Folgetag bzw. der folgende Freitag dann wieder ein Tag, wo die einzelnen Optionen gecovert werden müssten. Ich habe euch ja am Anfang des Videos gesagt, dass ich so einen groben Zeitraum nennen werde und ich würde mich da explizit auch gerade am Februar orientieren. Wir haben vor ein paar Monaten schon gesagt, Short Squeeze, Januar, Februar, März, diese Monate können in Frage kommen. Den Januar können wir teilweise, würde ich sagen, auch schon ausschließen, aber den Februar, den würde ich sozusagen erstmal in Betracht ziehen. Dabei könnte es natürlich auch wieder kommen, dass die Freitage ebenfalls wieder ziemlich interessant werden. Das sind die einzelnen Tage, wo die einzelnen Positionen natürlich gecovert werden müssen. Darum steigt die AMC Entertainment Aktie gegen nachbörslichen Bereich natürlich relativ stark wieder. Diese Bereiche bzw. Tage könnten relevant sein und teilweise auch Impuls geben dafür sein, dass viele Leute aktuell AMC Entertainment Aktien covern. Meistens sind es Hedgefonds, die ihre Position sozusagen covern. Und gerade dann haben wir eine relativ starke Steigungsphase im AMC Entertainment Aktienkurs. So, wir sind hier auf meinem Kanal. Ihr seht es 2160 Abonnements. Vielleicht schaffen wir in diesem Video oder nach diesem Video das schon die 2170 Abonnements, würde mich freuen, deswegen lasst doch gerne Abonnement da. Ihr seht, ich probiere ein bisschen mehr abwechslungsreichere Videos zu bringen, nicht nur AMC Entertainment, das kommt aktuell nur jeden zweiten Tag online. Und zu diesem Kanal habe ich, wie gesagt, noch eine weitere News, dazu komme ich jetzt gleich, aber ich will erstmal kurz die 8 Kommentare hier unter dem vorgestrigen Video angucken. Lupe schreibt hier nämlich, die beste Neuigkeit, ich habe mal wieder nachgekauft, 1000% Fragezeichen, gute Anfangsbewertung, ja, würde ich auf jeden Fall sagen, ich würde das Ganze sogar noch höher prognostizieren, im Fall eines Short Squeeze sind wir auf jeden Fall im höheren Bereich kategorisiert, aus jetziger Sicht sind wahrscheinlich auch 2000 bis 5000% locker drin. Dunschko schreibt hier, oder Dusch0 schreibt hier, mehr Abos für Joe, ja, den kann ich nur bestätigen, ich habe dir auch nur ein Herz gegeben, deswegen mache ich das nochmal im Nachtritt. Ja, auf jeden Fall würde sich lohnen, wie gesagt, du verpasst kein einziges Video mehr. Ich probiere, wie gesagt, jeden Tag ein Video zu bringen über die Börse, über Investieren. Bald kommt da noch so ein bisschen Trading dazu und gerade in dieser Kombination lohnt es sich auf jeden Fall, einfach mal kurz ein Abonnement zu drücken. Einfach hier auf den roten Knopf da irgendwie, wo war der genau, hier steht das irgendwie abonnieren, da kannst du auf jeden Fall nichts falsch machen. Wir gehen weiter und gucken uns den nächsten Kommentar an hier von Strike Air. Warum ist es eigentlich so, dass wenn man die Short-Volumen hoch ist, der Wert der Aktie dann auch automatisch niedrig bleibt? Sorry für eine Frage, aber bin erst seit wenigen Wochen dabei. Wie gesagt, habe ich im heutigen Video schon angehend bzw. leicht Stellung dazu genommen. Es handelt sich um diese antizyklische Vorgehensweise. Das heißt, die Short-Quote beinhaltet sozusagen den Anteil der Leute, die bei AMC Entertainment auf einen fallenden Kurs gesetzt sind. Das kann man sich gleichstellen mit Leuten, die bei AMC Entertainment aktuell sozusagen die Aktien verkaufen. Das ist prinzipiell metaphorisch, aber nur das Gleiche. Das heißt, wenn viele Aktien zum selben Zeitpunkt oder verkauft werden, ist es natürlich auch logisch, dass AMC Entertainment einen geringen Kurs hat. Und gerade in diesem Kontext haben wir natürlich eine hohe Shortquote. Prinzipiell in dieser metaphorischen Sprache können wir dann so bleiben. Ja, es wurden aktuell viele Aktien verkauft. Ganz simpel eigentlich. Und deswegen ist der Aktienkurs von AMC Entertainment aktuell auch so am Stagnieren und pendelt bei Bereichen zwischen 20 Euro. Gerade so hin und her. Ich hoffe, das ist jetzt ein bisschen klar geworden. Ich würde sagen, wir machen direkt weiter mit dem nächsten hier und zwar mit Jonas384R. Vor 2 Tagen kommentiert. Hier gucken wir auch mal rein. Und hier wurde kurz Bezug genommen zu meinem Video und er schreibt, habe ich was übersehen oder geht der Autor von Investor Plays gar nicht auf den realen bereinigten Gewinn von AMC ein? Der stützt sich die 35 bis 90% ja nur Beispiele für Reddit Cashflow Verhältnisse oder habe ich da was übersehen? Und gerade da haben wir natürlich über die Bewertung von AMC Entertainment gesprochen und da hast du nichts übersehen, das stimmt, wir gehen hier aktuell nur auf den Cashflow an.
Aber er hat den Cashflow sozusagen als Indikator genommen, um so eine gerechte Bewertung für AMC Entertainment sozusagen herzustellen. Deswegen würde ich das durchaus als passable Art beschreiben. Aber wie gesagt, ist auch wieder die Frage, wie hängen diese Wertungen zusammen? Sind die real? Stimmt das alles so, wie das da geschildert ist? Oder es kann da auch natürlich auch, jeder kann was schreiben. Also so wie ich das jetzt meine, können da natürlich auch andere Autoren da irgendwelche Sachen schreiben, die gar nicht stimmen müssen. Die Werte müssen nicht zwingend richtig sein. Deswegen kann man sozusagen sagen, ja, grob sagen, dass Bewertung einfach nur ein Schätzwert ist, ein Orientierungswert, und damit haben wir deine Frage hoffentlich geklärt. Ist Wert hier auf keinen Fall auf den bereinigten Gewinn sozusagen eingegangen. Wehu schreibe bei Emojis, genauso wie Sebastian Wünsche, Christian Peter mit Alibaba. Vielleicht kommt dein Gegen auch noch eine Analyse. Ich glaube, ich werde das Ganze morgen mit in den Wochenrückblick nehmen. Und Sveven Maxev schreibt dir erster Glückwunsch auf jeden Fall an der Stelle. Irgendwie kommen meine Kommentare nicht an, weil ich habe da eigentlich drauf geantwortet, aber ja, tut mir leid, vielleicht beim nächsten Mal dann. An der Stelle wünsche ich euch, ach, ich habe ja noch die eine Sache, die ich euch sagen wollte. Ihr merkt es gerade an der aktuellen Zeit wahrscheinlich selber. Es kommen sehr, sehr wenig Videos im Verhältnis zu den anderen Tagen, zu den anderen Monaten hier auf diesem Kanal. Pro Tag eigentlich nur noch ein Video, dafür aber meistens Sonntag so ein kleines Special-Video. Diesen Sonntag fällt es leider auch aus. Aber das liegt daran, dass ich im Hintergrund gerade sehr, sehr viele Sachen plane. Und ich kann euch schon mal im Voraus sagen, für die Leute, die nur noch dran geblieben sind, es lohnt sich auf jeden Fall. Der Februar wird extravagant. Im Februar wird sich dieser Kanal teilweise umstrukturieren. Wir gehen in andere Segmente rein. Wir werden probieren, etwas größere Projekte sozusagen in Anspruch zu nehmen. Das Ganze wird einfach nur gigantisch. Und ich glaube, es ist sehr, sehr verständlich, wenn ich da im aktuellen Zeitraum natürlich leicht am Vorproduzieren bin, weil gigantische Projekte brauchen viel Zeit und viel Arbeit. Und gerade in diesem Kontext bin ich im Hintergrund sehr viel am Produzieren. Deswegen kommen aktuell etwas weniger Videos. Ich hoffe, ihr habt Verständnis. Ich hoffe aber auch, ihr freut euch auf den Februar, auf den März und auf die kommenden Monate. Der Januar wird leider noch so ein kleines bisschen auspendeln hier sein mit einem Video pro Tag, was natürlich jetzt auch nicht wenig ist, aber trotzdem in diesem Kontext wird es erstmal in diese Richtung erstmal bleiben. An der Stelle wünsche ich euch jetzt einen schönen Abend. Wir sehen uns direkt morgen wieder zum neuen Wochenrückblick hier vom Trading Show. Wie gesagt, gerne abonnieren, auf jeden Fall ein Abo da lassen, um natürlich auch keine zukünftigen Videos mehr zu verpassen. Kommentieren, aber auch liken ist natürlich auch sehr wichtig für den Algorithmus. Ihr wisst da Bescheid. Einen schönen Abend, habe ich bereits schon gesagt. Haut rein, mach's gut und Chibio.